Moin, Benjamin Bode hier, dein WordPress-Experte. Im vorangegangenen Video hatte ich ja erklärt, wie man einen Header für WordPress mit Elementor Pro aufbauen kann. Und wir waren dabei stehen geblieben, dass wir den Header erstellt hatten mit einer Infoleiste on top. Und jetzt in diesem Video geht es darum, diesen Header responsive zu machen. Das heißt, diesen Header anzupassen für das Tablet, für das Smartphone und für den PC. Zudem extra möchte ich, dass mein Header mitscrollt. Das heißt, man nennt das Ganze Sticky Header. Du scrollst auf einer Webseite nach unten und der Header, die Kopfzeile, bleibt oben immer eingeblendet. Das Ganze wollen wir jetzt umsetzen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Hier haben wir nun unseren wunderbaren Header, den wir im vorangegangenen Video erstellt haben. Falls du das Video nicht gesehen hast, gar kein Problem. Ich verlinke es dir einmal hier oben. Guck es dir gerne an. Diesen Header, der sieht ja jetzt super aus am PC, den müssen wir jetzt responsive machen, also fürs Smartphone und fürs Tablet anpassen. Dazu wechsle ich in Elementor, wo ich den Header bearbeite. Und jetzt müssen wir den responsiven Modus aktivieren. Das heißt, wir gehen hier neben dem Speicherbutton, haben wir das Auge für die Vorschau und daneben haben wir einen Button, da steht responsiver Modus drauf. Wenn ich diesen Button anklicke, dann öffnet sich hier eine graue Leiste und in dieser grauen Leiste haben wir standardmäßig drei Symbole, nämlich den PC, das Tablet und das Smartphone. So, standardmäßig ist der PC ausgewählt. Wir wollen jetzt das Ganze anpassen für das Tablet. Das heißt, ich klicke hier auf das Tablet-Symbol. So sieht das Ganze gerade am Tablet aus und ich persönlich stelle fest, passt nicht ganz. Hier oben in der obersten Spalte und auch in der Spalte darunter gefällt mir nicht, dass wir so viel Abstand nach links und nach rechts haben. Ich klicke deswegen den ganzen oberen Abschnitt an, gehe auf Erweitert. Ich passe jetzt hier einmal den Abschnitt nach links und rechts an. Dort steht nämlich aktuell noch drin 8% Abstand nach links und 8% Abstand nach rechts. Das Ganze wurde übernommen von unseren Desktop-Einstellungen. Ja, Elementor nimmt einfach immer den nächsthöheren Wert und überträgt ihn auf alle kleineren Werte. Macht aber nichts, können wir ändern, indem wir hier einmal auf dieses Kettensymbol klicken und können jetzt die Werte eben halt individuell anpassen. Jetzt möchte ich hier einmal keine prozentualen Werte angeben fürs Tablet, sondern da möchte ich ganz gerne Pixelwerte verwenden. Das heißt, ich wähle jetzt hier PX aus. Man kann natürlich auch prozentuale Werte nehmen. Gerade beim PC, wenn man das Ganze für den Desktop anpasst, machen prozentuale Werte sehr viel Sinn, denn es gibt sehr viele Größen, die über den Bildschirm hinausgehen, den wir jetzt gerade nutzen. Zum Beispiel Smart TV. Und da macht eben halt prozentuale Größen Sinn. Beim Tablet gibt es auch mehrere Größen, aber gar nicht mehr so viel Varianz. Und aus diesem Grund verwende ich jetzt hier einfach mal Pixel. Ich weiß, es gibt auch Gegenstimmen, die sagen, wenn, dann macht doch alles relativ mit Prozentwerten. Kann man machen, muss man nicht. Ich verwende jetzt in diesem Beispiel, in diesem Tutorial einfach mal die Pixelgröße für das Tablet. Das heißt, ich stelle hier auf PX ein und nach rechts nehme ich jetzt einfach mal 20 Pixel, nach links nehme ich 20 Pixel und schon haben wir diesen kleinen Abstand hier rechts und links. Damit das bündig ist mit dem Abschnitt darunter, wähle ich den Abschnitt hier drunter aus, gehe auf Erweitert, auch hier stelle ich ein auf Pixel, öffne die Klammer und wähle rechts und links 20 Pixel aus. Wir sehen noch diesen Versatz zwischen der oberen Abschnitt und dem unteren. Das Ganze können wir lösen, indem wir einmal auf Layout gehen. Und hier haben wir Spaltenabstand Vorgabe und dort sollte man vielleicht keine Lücke auswählen. Und wenn wir hier keine Lücke auswählen, dann sehen wir jetzt schon, jetzt ist das alles relativ in einer Flucht. Ich wähle noch den oberen Abschnitt einmal aus und hier mache ich dasselbe. Das heißt, ich gehe wieder auf Spaltenabstand, keine Lücke. Und jetzt sollte das eigentlich alles in einer Flucht sein. Mehr oder minder ist es das auch. Jetzt sehen wir hier die Icon-Liste, wo wir diese Infos haben und hier die Social-Media-Icons. Und wir sehen, für die Icon-Liste ist anscheinend nicht genug Platz in der Spalte. Das heißt, wir müssen diese Spalte auswählen. Das kann ich über den Navigator tun oder ich kann es machen, indem ich hier auf das Spaltensymbol klicke. Ich wähle also die linke Spalte hier einmal aus und kann diese jetzt bearbeiten. Und wir sehen, hier steht jetzt unter Layout die Spaltenbreite in Prozent. 70% sind vom Desktop übernommen worden. Aber ich könnte ja rein theoretisch hier mehr Platz veranschlagen. Ich gebe dem Ganzen mal 85% Platz. Wir haben jetzt hier einen Zeilenumbruch drin. Ich gehe auf die zweite Spalte und hier stehen 30%. Und natürlich 85 plus 30 ist mehr als 100% und darum kommt dieser Zeilenumbruch.
85 plus 15 wäre genau 100%. Das heißt, ich gebe hier einmal 15% ein. Und wir sehen, wenn wir das so machen, dann passt es und alles ist in einer Linie. Bei den Icons hier oben haben wir noch diesen Abstand zwischen den Icons und der steht von Desktop her noch auf 50 Pixel. Ich klicke einmal hier diese Iconliste an, gehe auf Stil und ändere das einmal von 50 Pixel auf 30 Pixel, damit die etwas dichter beieinander stehen. Man hat hier jetzt etwas mehr Platz und ich könnte jetzt rein theoretisch hier die Spalte noch einmal feinjustieren. Ich stelle das Ganze mal auf 80 Pixel ein und hier stelle ich das Ganze bei den Icons einmal auf 20% ein, nicht Pixel, Prozent. Und jetzt finde ich, sieht diese obere Zeile schon mal sehr, sehr schön aus. Die obere Zeile war auch relativ einfach im Vergleich zu der unteren Zeile, die wir jetzt haben. Denn hier haben wir einmal den Menü-Button. Wenn ich da drauf klicke, öffnet sich eben halt das Menü für Smartphone bzw. fürs Tablet. Und ich habe hier einmal den Call-to-Action-Button und ich habe mein Logo. Jetzt stellt sich die große Frage, wie will ich das denn ausrichten, dass diese drei Elemente dort wunderbar unterkommen? Schauen wir einmal. Ich würde das Ganze vielleicht in der Reihenfolge lassen, den Termin vereinbaren Button hier auf der rechten Seite lassen, daneben dann eben halt diesen Button packen und dann hier das Logo belassen. Zunächst einmal hier, wo dieses Icon ist für das Menü, klicke ich an und wir sehen, es ist ja zentriert ausgerichtet. In unserem Fall wäre es vielleicht sinnvoller, wenn es rechtsbündig wäre. Hat gerade keine Auswirkung. Lassen wir mal. War die verkehrte Einstellung, sorry. Wir sehen hier Toggle-Align-Button. Wir brauchen den Toggle-Button, so heißt das. Das andere ist ja das Menü für unseren Desktop. Wir müssen hier unter Toggle-Align einmal rechtsbündig einstellen. Und wir sehen, zap, zap, der Button ist ganz rechts. Im nächsten Schritt müssen wir wie bei der oberen Zeile einmal die Spaltengrößen anpassen. Das heißt, hier für mein Logo gebe ich hier einfach mal 50% mit und jetzt sind noch 50% übrig und die müssen sich eben halt der Toggle-Button und der Call-to-Action-Button miteinander teilen. Ich wähle einmal die Spalte aus, in der der Call-to-Action-Button ist und gebe dem einmal 30%. Dann haben wir ja jetzt noch 20% übrig für unseren Button hier, wo das Menü kommt. Ich wähle einmal 20 aus. Wir sehen noch, dass dieser Button und dieser Toggle-Button leicht versetzt sind und nicht wirklich mittig ausgerichtet sind. Da müssen wir einmal gucken, wie wir das Problem lösen können. Ich wähle den Toggle-Button einmal direkt aus, gehe einmal auf Erweitert, gehe hier bei Außenabstand rein, sage 000 und mache jetzt einen Negativabstand nach unten. Wähle jetzt einfach mal minus 10 Pixel aus, dann sehen wir, dass er mittig ausgerichtet wurde. Hervorragend! Und so haben wir praktisch jetzt unser Menü einmal für das Tablet angepasst, beziehungsweise den ganzen Header. Mir ist hier noch das Logo etwas zu groß. Ich wähle einmal mein Logo aus, gehe auf Stil und hier stehen noch die 240 Pixel ausgegraut drin. Und ich setze das Ganze jetzt mal auf 180 Pixel. Ich hätte hier in der Spalte ganz gerne noch etwas Abstand nach oben und nach unten. Das heißt, ich wähle den gesamten Abschnitt aus, gehe wieder auf Erweitert und füge hier einmal 5 Pixel nach oben ein. Und 5 Pixel nach unten. Vielleicht immer noch zu wenig. Machen wir mal 10. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einmal in unserem Vorschau-Tab an. Ich lade hier einmal neu. Warum auch immer er jetzt hier etwas geändert hat an den Abständen, müssen wir noch einmal zurückgehen und gucken und das anpassen für den Desktop. Ich gehe in die Spalte rein. Ich gehe in den Innenabstand rein, wo Pixel stehen. Und ich gebe dem Ganzen jetzt hier auch mal 10 Pixel nach oben und 10 Pixel nach unten. Speichere einmal. Ich lade das Ding hier einmal neu. Wir sehen, jetzt sieht es am PC sehr gut aus. Ich gehe noch einmal in den Editor zurück. Ich wähle noch einmal das Icon aus für unser Tablet. Ich lösche diese 10 Pixel, die ich gerade für den PC eingefügt habe, wieder raus. Ich lade hier noch einmal neu in unserem Vorschau-Tab. Es ist ein wenig Gefriemel. Ja. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe meinen Firefox-Browser offen. Ich mache einen Rechtsklick. Ich gehe auf Untersuchen. Und hier haben wir jetzt so ein Icon. Ne? Und wenn ich da draufklicke, das gibt es übrigens auch im Chrome-Browser, dann kann ich nun einmal die Konsole hier schließen im Firefox. Und ich kann hier oben auswählen, was ich simulieren möchte. Und da steht gerade Benutzer definiert. Alles schön, alles gut. Aber wir gucken mal, wie würde das wirklich aussehen am iPad. Weil das, was uns Elementor anzeigt, ist ja schön und gut.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so heißt es doch. Und dementsprechend mache ich das auch hier. Ich tue so, als wäre ich ein iPad. Und jetzt sehen wir, so würde das ganze Ding am iPad aussehen. Wunderbar, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Haben wir hier noch ein anderes Tablet? Jawohl, wir haben das Kindle Fire. Tun wir mal so, als wären wir ein Kindle Fire, minimal kleiner. Und wir sehen auch hier, sieht alles ganz toll aus. Großartig. Die kleinen Überblendungen, die du hier siehst, die kommen, weil ich gerade in WordPress angemeldet bin. Die wären sonst normalerweise nicht da. Das heißt, jetzt haben wir die Anpassung fürs Tablet vorgenommen. Jetzt bleibt noch die Anpassung übrig für Smartphone. Ich wähle diesmal im responsiven Modus das Smartphone aus. Da steht jetzt mobil. Und wir sehen, oh je, passt wieder alles nicht. Und dieses Mal wird es auch wirklich schwer, diese ganzen Informationen für das Smartphone unterzubringen. Weil da haben wir natürlich viel weniger Platz. Und jetzt muss man sich überlegen, was genau wollen wir angezeigt haben und auf was können wir verzichten. Wenn man mich fragt, ich würde sagen, auf die Social Icons hier oben könnten wir verzichten. Die könnten wir an anderer Stelle später platzieren. Die müssen jetzt nicht zwingend hier oben sein. Hingegen würde ich meine Öffnungszeiten, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse schon ganz gerne auch auf dem Smartphone anzeigen. Aus Conversion-Sicht macht das natürlich Sinn, wenn ich Umsatz machen will, wenn ich will, dass potenzielle Kunden sich bei mir melden. Das heißt, diese Spalte, die wir hier haben, die kann ich rein theoretisch ausblenden. Darum klicke ich auf diese Spalte, gehe auf Erweitert, gehe auf Responsive und gehe jetzt auf Mobil ausblenden. Zack. Uns wird es trotzdem noch angezeigt, aber natürlich ausgegraut. Jetzt muss ich die obere Spalte noch einmal auswählen und mir auch einmal angucken, ob hier alles richtig eingestellt ist. Automatisch hat Elementor jetzt hier die Spalte auf 100% gesetzt. Und wir sehen hier auch den Abstand nach links und nach rechts, wo wir vorher auf dem Tablet 20 Pixel eingestellt haben. Ich finde, auf dem Smartphone reichen 10 Pixel aus. Ich klicke hier einmal auf den ganzen Abschnitt, gehe auf Erweitert, öffne die Klammer, gebe nach rechts 10 Pixel, gebe nach links 10 Pixel. Ich wähle nun die Icon-Liste aus und ich würde die Icon-Liste ganz gerne zentriert haben. Das heißt, ich gehe hier auf Zentriert, finde, dass das so etwas schöner aussieht. Jetzt könnten wir noch überlegen, ob der Abstand hier etwas zu gering ist, ob wir ein bisschen mehr Abstand haben wollen, den einzelnen Elementen zueinander. Texteinrückung wird auch nicht helfen. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre unter Typografie hier die Zeilenhöhe zu bearbeiten. Ich nehme jetzt hier einmal 1,6 EM. Das ist eine dynamische Größe, die bezieht sich auf die Schriftgröße, die wir hier verwendet haben. Und ich finde, das sieht so doch schon mal ganz okay aus, ganz passabel. Jetzt haben wir noch das Problem des unteren Abschnittes. Auch hier wähle ich einmal den gesamten Abschnitt aus, öffne die Klammer unter Erweitert und trage natürlich rechts und links 10 Pixel ein. Und weil es so schön war, gebe ich nach oben und nach unten vielleicht auch nochmal 5 Pixel mit. Oder sagen wir mal lieber 7. Haben wir gemacht, sieht aber immer noch Käse aus. Und auch hier stellen wir fest, vielleicht passt das alles gar nicht in eine Spalte, in eine Zeile. Und vielleicht müssen wir hier auf etwas verzichten. Auf das mobile Menü zu verzichten, macht natürlich wenig Sinn. Auf den Call to Action könnten wir vielleicht verzichten. Wir könnten uns ja später darum bemühen, dass der vielleicht auftaucht, wenn man hier auf den Button drauf drückt, dass dann auch der Call to Action eingeblendet wird, zusätzlich zum Menü. Das wäre ja vielleicht eine Lösung. Das heißt, diese Spalte, wo wir gerade den Call to Action drin haben, den würde ich ganz gerne verbergen. Das heißt, ich klicke die Spalte hier an, gehe auf Erweitert, Responsive, auf Mobile verbergen. Wir sehen es immer noch, aber eben halt ausgegraut. Jetzt gehe ich in die erste Spalte, wo mein Logo drin ist, auf Layout. Und hier stehen jetzt 100% drin. Automatisch macht Elementor das immer, wenn wir die Smartphone-Ansicht haben. Wir wollen aber gar nicht, dass das 100% einnimmt, unser Logo, sondern wir wollen, dass da etwas mehr Platz ist. Das heißt, wir machen das Ganze hier vielleicht einmal auf 50. 50 sieht doch ganz schick aus. Und die zweite Spalte wähle ich aus, wo der Trigger-Button drin ist. Da gebe ich jetzt auch mal 50 ein. Jetzt speichere ich das Ganze einmal. Und wir gucken uns das Ganze in der Vorschau an. Auch hier, ich lade die Seite einmal neu. Ich mache einen Rechtsklick, gehe auf Untersuchen. Wähle hier eben halt an, dass ich emulieren kann, ob ich im Tablet bin. Gucken wir uns nochmal jetzt an fürs iPhone 11. Und jetzt wird so getan, als wären wir ein iPhone 11. Und so würde das Ganze gerade am iPhone 11 aussehen. Gar nicht mal schlecht, würde ich sagen.
gut, dieses mobile Menü ist nicht ganz das Wahre. Da müssen wir gleich nochmal gucken, dass das hier geändert wird. Wir können auch einmal gucken, wie das Ganze am Samsung Galaxy aussehen würde. Ähnlich, auch okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man diese obere Spalte hier, die obere Zeile komplett wegnimmt oder ob die eben halt eingeblendet sein soll. Ich lasse die jetzt einfach mal eingeblendet, finde das eben halt immer gut, wenn man eben halt einmal die Telefonnummer und die Öffnungszeiten sieht. Designtechnisch bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das so schick ist oder ob man das lieber ausblendet. Nichtsdestotrotz, nächster Schritt, wir gucken uns den Trigger-Button an, dass dieses Menü hier anders ausfährt, weil das ist so eine Katastrophe. Das heißt, ich gehe wieder zurück, ich gehe hier auf diesen Trigger-Button, klicke den Stift an, gehe auf Inhalt und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Hier steht jetzt nämlich Mobile Dropdown, okay, und hier haben wir einen Toggle-Button, ja, wo ich sagen kann Full Width und das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe auf Speichern, lade hier einmal neu und wir gucken, was sich geändert hat. Ich klicke auf den Trigger-Button. Und jetzt sehen wir, unser Menü fährt eben so aus, wie wir es eigentlich auch erwarten würden. Großartig. Ich gehe noch einmal zurück, gehe hier wieder auf dieses Trigger-Icon, gehe auf Erweitert. Hier haben wir noch diese minus 10 vom Tablet drin. Die habe ich jetzt einmal rausgenommen. Jetzt klicke ich nochmal auf den Stift vom Trigger-Button, gehe auf Inhalt und gucken uns einmal an, was wir hier noch haben. Wir haben ja hier, wenn wir uns die Vorschau angucken, sehen wir, das Ganze ist links ausgerichtet. Am linken Rand. Ich kann jetzt hier, wo Align Aside steht, auch hinschreiben Center. Wenn ich jetzt nochmal auf Speichern klicke, hier einmal neu lade, jetzt auf das Menü klicke, sehen wir, das Ganze ist zentriert ausgerichtet. So einfach konnten wir unser Menü responsive machen. Natürlich hast du hier in Elementor noch die Möglichkeiten, dieses ganze Icon anzupassen. Du kannst ja hier sagen, ein eigenes Icon hochladen sogar. Also du kannst hier ein beliebiges Icon auswählen, eigenes Icon hochladen, machen, was immer du willst mit dem Ding. Du kannst es auch farblich anpassen. Unter Stil hast du hier den Toggle-Button drin und du kannst natürlich dem Toggle-Button auch eine Farbe zuweisen. Das heißt, angenommen du sagst, Mensch, mein Toggle-Button soll aber dunkelblau sein und der Background soll, oder machen wir mal den Background dunkelblau und den Toggle-Button weiß, dann kann das ganze Ding auch so aussehen, wenn man das eben halt möchte. Speichern einmal. Laden hier einmal neu und du siehst, jetzt sieht der Toggle-Button eben halt anders aus. Mein ganz grandioser Tipp an dich, wenn du es hast, ich habe immer mein Smartphone dabei und prüfe das nochmal in Realität am Smartphone. Und ich habe auf meinem Schreibtisch normalerweise, wenn meine Frau es nicht ausgeliehen hat, auch immer ein Tablet liegen und ich kontrolliere das auch immer am Tablet, ob es da auch wirklich so aussieht, wie es hier eben in meinem Browser angegeben wird. Zu guter Letzt möchte ich ganz gerne noch, dass mein Header sticky ist. Das hatte ich ja eingangs im Intro erwähnt. Wir wollen den Header sticky machen. Das heißt, wenn ich jetzt nach unten scrolle, kann ich meinen Header nicht mehr sehen. Ich will, dass mein Header mitscrollt. Jetzt kann ich mir vorab noch überlegen, will ich, dass alles mitscrollt oder will ich, dass nur meine Hauptleiste, also das, wo das Menü drin ist, mitscrollt. Mir reicht es, wenn meine Hauptleiste mitscrollt. Wenn nämlich alles mitscrollt, geht ja ein Teil des Bildschirms verloren, sodass Leute hier weniger sehen können vom Inhalt. Und das will ich nicht. Ich will nur, dass minimal etwas abgeschnitten wird, darum eben halt nur die Hauptleiste, die soll mitscrollen. Ich gehe wieder in den Elementor rein. Ich gehe hier einmal auf den Desktop-Mode, weil ich finde es einfach schöner zu arbeiten. Man sieht einfach mehr. Ich wähle den gesamten Abschnitt aus, also diese Hauptleiste, die ich hier habe. Ich gehe dann bei Abschnitt bearbeiten auf Erweitert. Dann haben wir hier Bewegungseffekte. Ich klicke Bewegungseffekte an. Und jetzt steht hier Sticky None. Und da klicke ich drauf und sage, alles klar, Sticky Top. Das heißt, dieses Ding soll jetzt immer oben sticky bleiben, also anhaftend bleiben. Und dann sehen wir hier noch, für was gilt es. Es gilt jetzt aktuell für Desktop, Tablet und für Smartphone. Alles klar, ich sage einmal Speichern. Wir gucken uns unsere Vorschau wieder an. Ich lade einmal neu, damit die Änderungen aktiv werden. Ich scrolle jetzt einmal nach unten und wir sehen, jawohl, sieht ja fast gut aus. Unser Header ist durchsichtig, aber er scrollt mit. Ist schon mal gut. Nächster Schritt, das müssen wir jetzt natürlich beheben. Wir sind hier noch im Abschnitt drin. Ich gehe auf Stil, auf Hintergrundfarbe und wähle jetzt einmal die weiße Farbe aus. Gehe wieder auf Speichern.
lade meine Vorschau einmal erneut, scrolle nach unten und wir sehen, jetzt scrollt der Button, der Header halt mit. Der Header ist jetzt sticky und wir sehen hier auch diesen wunderschönen Schatteneffekt, den wir im ersten Video, im ersten Tutorial-Teil eingestellt hatten. Ganz großartig. Gucken wir uns noch einmal zu guter Letzt an, wie das Ganze am Tablet und am Smartphone aussieht. Also, Smartphone first. So, das Samsung Galaxy 20S ist gerade eingestellt. So sieht es am Samsung Galaxy aus. Und wir sehen, dieser Kopfbereich, dieser Header hier scrollt mit. Ich kann aufs Menü jederzeit klicken. Ist immer im Sichtbereich. Großartig. Wählen wir jetzt einmal noch das Tablet aus. Ich nehme jetzt einfach mal das iPad. So sieht das Ganze am iPad aus. Ich scroll nach unten und wir sehen auch hier, der Header scrollt wunderbar mit. Und auf diese Weise haben wir unseren Header wunderbar angepasst für die einzelnen Endgeräte, nämlich fürs Tablet, für den PC und für Smartphone. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video einiges mitnehmen und einiges dazulernen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg beim Nachmachen und beim Anpassen deiner Header, die du mit Elementor erstellt hast. Ich hatte eingangs schon erwähnt, es gibt mehrere Teile. Im ersten Teil haben wir den Header erstellt, im zweiten Teil haben wir diesen Header responsive gemacht, also für die einzelnen Endgeräte angepasst und sticky gemacht, dass er mitscrollt. Und es wird noch einen dritten Teil geben und im dritten Teil zeige ich dir, wie wir das Menü gerade auf dem Smartphone etwas schicker machen können. Ich spreche hier von einem sogenannten Pop-up-Menü, das heißt, man klickt dann drauf und kann das Ganze visuell wesentlich ansprechender machen, als es standardmäßig in Elementor gerade hinterlegt ist. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Gerne darfst du mir wie immer einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.